Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Tales of Vesperia Definitive Edition. Und ja, ich möchte nochmal kurz meine Fertigkeiten jetzt abchecken. Jetzt, wo ich halt ein bisschen quasi umgebastelt habe. TS Bonus steht jetzt mit KP wieder, wenn. Ich habe ja ein wenig mit meinem Ausrüstungsgegenständen hier aber das sieht für mich so, wie es da gerade aussieht, noch in Ordnung aus. Super Combo füllt mit 28 Treffer Combo die Überlimit-Anzeige, so das Überlimit. Okay. Brauche ich eigentlich nicht. Egal. So. Ich würde sagen, dann. Okay, jetzt sind auf einmal die Ritter da. Mhm. Gut. Komm. Weg mit dir. Komm. Wir soll jetzt aber irgendwie. Also irgendwie ist es leicht ruckelig, finde ich. Im Verhältnis zu sonstigen Malen eigentlich immer. Also normalerweise ruckelt das Spiel nicht so. Okay. Hm, 993, das ist doch eigentlich ganz geil. Zephyros, Trank des Lebens, aha. Ich frage mich halt gerade ein bisschen, wo ich links muss jetzt. Ich schaue auf jeden Fall hier nochmal nach. Achso, war hier nicht der Knast? Und hier war doch, glaube ich, die Dingsstatue, oder? Jo. Die Kraft des Rings erleidet dir Macht. Wenn du alle 8 Flügel ausgebreitet sind. Erscheint über dem Kind des Wermuts ein Kreis aus Licht, dann wird sich die vierte Tür. Okay, die Kraft des Rings verleiht dir Macht über den Himmel. Der Ring könnte ja der vielleicht sein, die ich. Vielleicht was anderes. Wenn alle 8 Flügel ausgebreitet sind, erscheint über dem Kind des Vollmonds, also Estelle, ein Kreis aus Licht, dann wird sich die vierte Tür öffnen. Okay. Interessant. Das klingt irgendwie nicht gerade sehr vertrauenserweckend für mich. Immer im Knast vorbeischauen, da wo alles angefangen hat. Okay, Ah, schade. Ich wollte ihn eigentlich dann, aber egal, gut. Komm. Komm. Das war fies, das hat Schaden gemacht. Ein bisschen. Aber der dürfte trotzdem jetzt nicht mehr lange durchstehen als einzelner Magier. Nicht gegen diese Truppe hier. Ja, okay. Nimm ruhig jetzt Orangengummi. Egal, gut. Ich denke, ich schaue da mal, ob ich da oben weiter kann.
Aber das ist. Aber das ist ja schon mal interessant da mit der Statue. Bitte. Komm. Also ich möchte auf jeden Fall auch nochmal meine Truppe auf mindestens Level 52 bekommen, bevor ich gegen Alexei kämpfe. Komm. Aber ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass es noch nicht. Dass es noch nicht durch ist, wenn ich hier aus dem hier wieder rausgehe. Also das hat, also ich habe einfach dieses Gefühl, dass das der Fall sein wird. Daher. Daher kann ich mir sehr gut vorstellen, dass diese Reihe noch insgesamt die 100 Folgen schaffen wird. Definitiv. Warte mal, wie viel? Ja, okay, 1800. Der ist wieder mein Save Point, den habe ich vergessen gehabt, dass da einer ist. Gut, hoppala. Komm. Jetzt nehme ich doch mal eine nette Kombo hier. Schade, noch stehen alle. Aber ich denke, die stehen nicht mehr lange alle. Ja, der Magier ist schon K.O. Und der letzte Knight da, der dürfte auch nicht mehr lange überstehen. Komm. Geht doch. Wie ich mir es gesagt habe, dürfte auch nicht mehr lange überstehen. Save Point einfach mal mitnehmen, sicher, sicher. Notfalls muss ich immer noch wieder runter und Curry nachholen. Wo? Flints Zimmer. Mal sehen. Oh. Apfelgummi. Voll von Flints Habsigkeiten, die sich seit seiner Jugend in unserer Stadt angesammelt haben. Okay. Interessant. Orangengummi? Aha. Ich plündere hier erstmal Geboteritterlichkeit. Für das Wohl des Throns mögen Ritter ihr alles opfern. Für das Segen des Volkes. Ritter mögen die gerechte Sache kämpfen. Ritter mögen andere stets machen. Ritter mögen ihre Titel mit Stolz und Würde tragen. Aha. Teds Porträts von Flynn und Yui werden ausgestellt. Oh, wie süß. Aber interessant. Ah, und auch cool. Der Charakter hat sich tatsächlich im Spiegel gespiegelt. Das darf man nicht verachten, dass das der Fall ist. In vielen Spielen kann man den Charakter ja nicht im Spiegel sehen. Komm. Hoppala. Fuck it. Komm, geh K.O. Geh K.O., mach ein Nickerchen. Wie viel hält das Ding noch aus, bitte? Das sollte jetzt doch. Ja, okay. Warte mal, ist gerade der Sound lauter geworden? Mal sehen, wo.
die sehen irgendwie noch mal etwas anders aus als die Ritter, gegen mit denen wir es eben zu tun hatten. Okay, ist der Zimmer verschlossen? Die sehen irgendwie wesentlich schwächer aus als... Ja. Okay, interessant. Wieso auch immer da jetzt... Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich ein bisschen hier nicht ganz so weiß, wo ich hin muss. Komm. Weg mit dir. Sei K.O. Sei K.O. Komm, geh K.O. Und tschüss vielleicht. Ja, der sollte eigentlich auch nicht mehr so lange überstehen. Jo. Der ist der Letzte, übrig bleibt. Und... Yay, Level Up schon mal. Das heißt, dass hier, dass der Rest gleich auch ein Level Up haben wird. Also irgendwie... Irgendwie bin ich hier etwas desorientiert gerade, beziehungsweise ich weiß nicht ganz, wo ich hier genau hin muss. Ja, das war doch eigentlich aber ganz gut so. Komm. Es ist aber auch sehr schön, dass ich jetzt da die ganzen Level-Ups dementsprechend habe. Immer noch nicht, wo ich gerade hin muss. Das ist echt eigentlich schon traurig im Grunde. Komm. Hey, 5000 ist das scheiße. Komm, hör auf zu blocken. Okay. Nett. Also, machen wir die Flut? Gut, Speichern, ja. Ich check da mal unten wieder ab bei den Dings. Und heile mich auch und dann schaue ich vielleicht einfach mal, ob ich irgendwo andere Wege mal gehen kann. Prüfen, hier ist etwas Curry, yo. Hopp, hopp und hopp. Als Kommandant übernahm war er unsicher, wo der Day, jetzt weiß ich Leutnant Blanc. Ich rufe einen Provisor aus dem Waffenstil aus, aber sobald der, okay, fehlt das halt, aha. Dann, okay, Das bringt mir nichts. Das bringt mich nicht weiter, wo diese... Ist das hier vielleicht? Vielleicht ist das hier. Das könnte ich mir... Das sieht
Das sieht irgendwie passend aus. Aber es ist interessant, dass hier jetzt als schon wieder ein Save Point ist. Gut, hoppala. Ey, komm. Ey, lass den Scheiß. Ey, lass den Scheiß nochmal. Komm. Okay, damit ist nur noch der dort übrig. Der sollte dann auch, denke ich, kein Problem darstellen. Jo. Wie sieht's? Ja, okay. So sieht's mit den Erfahrungspunkten aus. Hm. Gut. Speichern einmal. Aber wenigstens weiß ich jetzt, wo ich weiter muss. Da kann ich nicht rein. Prüfen. Ein großes Objekt auf Basis des Barrierebelastes der kaiserlichen Hauptstadt wurde hier platziert. Okay. Das war sehr blöd, weil ich da hängen geblieben bin und deshalb nicht hoch konnte. Naja, wenigstens verliert meine quasi Haupttruppe dadurch keine Lebens- oder Erfahrungspunkte. Also dieser Spell ist echt böse, den die da abziehen. Okay, damit sind nur noch, ich glaube sogar nur noch dieser Spellcaster übrig. Ah ne, zwei. Komm. Der Spellcaster dürfte aber auch nicht überleben. Gut, sehr gut. So, was hat das jetzt? Audienzzimmer? Okay. Okay. Ich glaube, ich trigger hier gerade was. So you have come at last. A Chrétien? No, wait, you were... Meet Chroma, special advisor to the Imperial Knights. Alexei's personal assistant. Alexei's? Okay. But that would mean... Then she's an enemy? No, I am not. For the time being, in any case. Okay. That's not a very comforting way to put it. Sorry, but we got somewhere to go. If you're here to fight, fine. If not, maybe it could wait until later. Who is it you would fight for? What do you mean? That poor, pathetic young girl? She doesn't need your pity. You are being really vague. Come on, spit it out already. I cannot know what that one saw in all of you, but I wish for you to stop him. Hm. Okay, interessant. Okay, that made no sense. Did anybody get what she was trying to say? Maybe yep. She wants us to stop Alexei? Hmm, yep. Maybe. It would add up, I guess. Yes, Estelle should be just up ahead. Aye, but stopping is so half-hearted. We're going to destroy him. Maybe it was more like, go nail that guy's butt to the wall. I could handle that. Come on. Hm, Judiths Blick schon. Okay, das... Einmal nochmal looten. Geisterarmreif. Der zählt für jeden besiegten Gegner wieder für die strategischen Kämpfer. Ich glaube, ich hab... Yuri hat den, glaube ich. Gewand der Ältesten. Ah, schön, dass ich... Gut, dass ich mir das nicht gecraftet habe. Rita, du bekommst... Oh, das ist doch gar nicht so schlecht. Hm. Dann kämpfe ich nochmal gegen den. Komm. Fuck you. Komm, weg mit dir. Und nochmal Dresche rüber. Geh doch.
Ja, den sollt ihr am besten auch nochmal einmal in Abreibung bekommen. Komm, geht doch. Passt. Das passt, wackelt und hat Luft. Und ja, das sollte. Das wäre doch tatsächlich mal ganz gut. Aber ich denke, bevor ich mich jetzt aufmache gegen, beziehungsweise da irgendwas rumzuspielen, speichere ich nochmal und beende ich dann die Folge. Das wird dann halt dementsprechend quasi in Anführungszeichen eine kürzere Folge, aber hey, ist halt so. Und ja. Und beim nächsten Mal schauen wir mal, ob wir dann gegen Alexa antreten. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.